Tja, was soll ich sagen? Ja, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Vor einiger Zeit habe ich mal ein Video darüber gemacht, wie wahrscheinlich es denn sein wird, dass wir einen Son of Kong bekommen werden und worum es denn in dem Film wirklich gehen würde. Zu dem Zeitpunkt war der Titel Son of Kong noch eine Spekulation und es gab eigentlich nichts, was wirklich darauf hingewiesen hat, dass dieser Film wirklich kommen sollte. Das hat sich jetzt allerdings geändert, denn der australische Zeitungsverlag The Courier Mail hat bestätigt, dass eine Fortsetzung zu Godzilla vs. Kong in Australien gedreht wird. Und wir kommen jetzt mal dazu, was wir alles für Fakten diesbezüglich haben, beziehungsweise was für Theorien auch jetzt im Internet herumschwirren. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ich weiß noch damals, als der erste Trailer zu Godzilla vs. Kong gedroppt wurde, das war sogar der einzige Trailer, der gedroppt wurde. Gefolgt von 50 Clips und eigentlich den halben Film, der irgendwie dann doch schon gespoilert wurde. Eigentlich war das eine ziemlich dämliche Kampagne. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass das damals wirklich ein Riesenhighlight war und auch der Grund, warum dieser Kanal hier überhaupt erst entstanden ist. Nachdem Godzilla vs. Kong allerdings in den Kinos gelaufen ist, bei den glücklichen Leuten oder eben bei uns nur auf HBO Max, wenn man sich das Ganze irgendwie angeschafft hatte, wurde es auffällig still im Monsterverse. Und tatsächlich sind dann auch Gerüchte aufgeploppt, dass das Monsterverse gar nicht mehr in der Form fortgesetzt wird, weil Legendary und Toho sich irgendwie gekappelt hatten. Und das war aber alles Schwachsinn, also das ist nicht passiert. Tatsächlich wurde eine Fortsetzung bereits, während Godzilla vs. Kong in den Kinos gelaufen ist oder eben zu Hause gelaufen ist, als der Film erschienen ist, wurde bereits eine Fortsetzung zum Monsterverse geplant. Erst vor kurzem haben wir die Ankündigung bekommen, dass wir eine Apple TV Plus Serie bekommen mit dem Titel Monarch. Zumindest ist das der Arbeitstitel. Keine Ahnung, ob das wirklich auch der finale Titel sein wird. Auf jeden Fall wird die Serie zwischen Godzilla 1 und Godzilla 2 spielen. Also zwischen dem aus 2014 und Godzilla King of the Monsters. Das heißt, hier haben wir nicht wirklich eine Fortsetzung. Hier haben wir eigentlich mehr so einen Lückenfüller, in dem Godzilla auf jeden Fall auftauchen soll. Und das auch gar nicht mal so wenig. Das heißt, hier haben wir bereits unseren Godzilla-Content schon gedeckt. Und jetzt kommen wir zu dem ganz wichtigen Punkt, der für den einen oder anderen von euch vielleicht ein bisschen enttäuschend sein könnte im ersten Moment, aber wartet mal ab. Der neue Film wird sich ziemlich sicher nur mit Kong beschäftigen. Das heißt, die Fortsetzung von Godzilla vs. Kong wird sich hauptsächlich mit Kong beschäftigen. Und das ist schon so gut wie sicher. Und da habe ich mir auch erst gedacht, ah, okay, gut, ich fand jetzt Kong nicht ganz so interessant, also in Skull Island schon gar nicht. In Godzilla vs. Kong haben sie da ein bisschen mehr daraus gemacht. Aber irgendwie bekomme ich nicht so einen Bezug zu Kong, wie ich zu Godzilla habe. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber es macht auch irgendwie Sinn, dass wir jetzt die Geschichte mit Kong weitererzählen, denn der hatte bisher nur einen einzigen Film gehabt, beziehungsweise eigentlich zwei Filme, weil Godzilla vs. Kong war ja auch mehr ein Kong-Film. Wie ich darauf komme, dass sich der kommende Film hauptsächlich mit Kong beschäftigt, liegt ganz einfach am Arbeitstitel dieses neuen Films, der nämlich wie folgt lautet: A Monkey Business. Also klarer geht's irgendwie nicht. Ich freue mich auf der einen Seite dann doch, dass man nicht irgendwie ein random Monster irgendwie aus dem Ärmel zappeln lässt und jetzt irgendwie einen Film über Rodan macht oder über Mothra. Sorry, das brauche ich persönlich nicht, sondern setzt die Geschichte weiter fort. Und damals hat sich doch jeder gedacht, okay, jetzt haben wir hier einmal Godzilla auf der Oberfläche der Erde und Kong in der Hollow Earth. Man könnte doch jetzt hier perfekt Geschichten der beiden erzählen. Und irgendwie bin ich auch ein bisschen heiß darauf, mehr von der Hollow Earth zu sehen. Und darauf wird das Ganze anscheinend hinauslaufen. Denn die Village Roadshow Studios, das sind die Studios, wo der neue Film eben gedreht wird, war damals auch der Drehort gewesen von Kong Skull Island und eben von Godzilla vs. Kong. Deswegen macht es Sinn, dass wir jetzt hier einen weiteren Kong-Film bekommen. Dazu habe ich sogar schon offizielle Zahlen für euch, was das Budget dieses Films angeht. Da müsst ihr euch festhalten. Und zwar war das Ganze am Anfang auf 69,7 Millionen Dollar begrenzt. Und hey, dann kam noch ein bisschen was dazu. Und zwar wurden dann nochmal 22,3 Millionen Dollar hinzugefügt. Laut aktuellem Stand hat dieser neue Film ein Budget von ganzen 120 Millionen Dollar. Und hier ist eben die Frage, warum macht man das Ganze? Die Theorie ist eben, naja, dass die Hollow Earth sehr viel Geld verschlingt, weil das ja alles im CGI aufgebauscht wird. Muss. Und deswegen würde der Film eben so viel kosten. Wir können uns hier also auf jeden Fall auf ein richtig fettes Monster-Action-Event freuen mit dem lieben Kong, der mich persönlich erst noch überzeugen muss. Noch hat der Film keinen genauen Titel. Der Name Son of Kong wurde vom Hollywood Reporter gedroppt. Das muss aber nicht bedeuten, dass das Ganze auch wirklich stimmt. Ich finde den anderen Titel, der im Internet die Runde macht, nämlich Kong
The Hollow Earth macht irgendwie mehr Sinn, beziehungsweise einfach nur Kong Hollow Earth würde auch sich besser in diese Titelgebung einreihen, da wir ja den ersten Kong einfach nur Skull Island genannt hatten. Und dann hätten wir Kong Skull Island und Kong Hollow Earth, das würde irgendwie besser passen. Zumal ich mich auch frage, wo soll denn auf einmal der Sohn von Kong herkommen? Wir haben nämlich auch ein paar Details zur Story bekommen, die sind jetzt relativ schmal, aber da werdet ihr verstehen, was ich meine. Der Film soll nämlich großteils darum spielen, dass Kong versucht, Zivilisationen in der Hollow Earth zu finden und demnach auch eigene Artgenossen sucht. Und ich weiß nicht, ob man das Ganze mit einem Timeskip irgendwie dann doch so umwandeln könnte, dass Kong auf einmal einen Sohn hat, aber irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Ich weiß es nicht ganz genau. Adam Wingard soll den Film wieder inszenieren. Das ist der Regisseur, der sich auch um Godzilla vs. Kong gekümmert hat. Da bin ich ein bisschen skeptisch, weil aus irgendeinem Grund wird der Kerl sehr, sehr stark gefeiert für seinen Godzilla vs. Kong Film. Ich muss sagen, Godzilla vs. Kong sinkt in meiner Rangliste immer weiter, je öfter ich den Film sehe, weil er doch sehr viele Plotholes mit eingeführt hat. Aber ey, das ist auf jeden Fall Fakt, dass Adam Wingard diesen Film übernehmen wird und das auch nicht allein. Tatsächlich soll die halbe Crew, die an Godzilla vs. Kong mitgearbeitet hat, auch in diesem Film mitarbeiten, was natürlich darauf schließen lässt, dass sich dieser Film ähnlich wie Godzilla vs. Kong auch mehr Richtung Marvel anfühlt. Hab nur ich das Gefühl gehabt bei Godzilla vs. Kong. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare rein, wie ihr dazu steht. Wir können uns also in den nächsten Jahren über sehr viel Monsterverse-Content freuen. Zum einen bekommen wir noch eine Anime-Serie von Kong, die aber quasi vor den ganzen Abenteuern spielt, auch noch vor Kong Skull Island. Dann bekommen wir die Godzilla-Serie, in der Godzilla sehr präsent sein soll, die sich zwischen Godzilla 2014 und Godzilla King of the Monsters spielen soll. Und dann bekommen wir eben auch noch ein direktes Sequel. Das heißt, dieser Film, der sich um Kong handeln soll, wird direkt auf die Ereignisse von Godzilla vs. Kong eingehen. Wer jetzt hier alles mit dabei ist an menschlichen Darstellern, weiß man eben nicht. Es wird auch vermutet, dass hier die kleine Kyra, ich habe den Namen wieder vergessen, das kleine Mädel, das mit Kong kommunizieren konnte, dass die wieder eine Rolle spielen wird, und ansonsten hat man bis jetzt noch keine Ahnung. Wichtig hierbei ist aber auch zu sagen, dass bestimmte Leaks gedroppt wurden, die davon schließen lassen, dass wir noch diesen April eine offizielle Bekanntgabe des Titels des neuen Projektes erhalten sollen und eventuell sogar schon einen Trailer. Das glaube ich allerdings nicht. Ich bin mir nicht sicher, wie lange der Film schon in Bearbeitung oder in Produktion sein sollte. Soweit ich das aber gelesen habe, ist das Ganze noch in einer sehr frühen Phase der Planung. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Legendary Pictures uns noch diesen Monat mit dem Titel erfreuen könnte. Und da bin ich mal wirklich gespannt, ob wir hier wirklich Kong oder Son of Kong bekommen. Ich bin immer noch für einen Kong. Hollow Earth, das wäre einfach irgendwie passender. Jetzt seid ihr gefragt, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare zu dem ganzen Thema und freut ihr euch auch darauf, auf diesen Film, obwohl es hier eben nicht um Godzilla geht. Ich weiß, unter euch sind ja auch einige Kong-Fans, die werden wahrscheinlich jetzt erstmal Riesensprünge machen und sich eine Banane holen. Ich muss wirklich sagen, ich bin doch echt ein bisschen heißer drauf, als ich eigentlich gedacht habe, obwohl es hier eben nur um Kong geht, in Anführungszeichen. Das Monsterverse geht auf jeden Fall weiter und jetzt geben sie hier auch wirklich Vollgas. Ich bin immer noch kein Fan davon, ein riesiges Universum aufzubauen, das miteinander connected ist, aber das scheinen sie auch noch nicht so zu machen. Also noch habe ich irgendwie einen Überblick, wann was in der Chronologie spielt. Wir haben noch keinen Film, der parallel zu dem Film spielt oder wo die ersten 5 Minuten parallel zu den letzten 5 Minuten von dem Film spielen. Sowas gibt es hier noch nicht. Das heißt, wir haben noch einen guten Überblick über das Ganze. So ist das doch schon okay. Wenn dich jetzt interessiert, was für eine Theorie ich über den Titel Son of Kong schon vor ungefähr einem Jahr hatte, habe ich dir hier mal ein Video verlinkt. Außerdem solltest du dir auch mal dieses Video hier anschauen. Da rede ich über Space Godzilla und das wird auch in Zukunft nochmal wichtig werden. Warum, erfährst du im nächsten Video. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns dann zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.